Die Nummer 1 ist die Nummer 1. Simson. Faszination Enduro. Gekrönt 1990 mit der ersten Einzelweltmeisterschaft. Erstmals treten Fahrer und Maschinen im direkten Vergleich gegeneinander an. Gut vorbereitet und favorisiert. Das Simson-Team. Die Nummer 1 für die Simson GS80 von Thomas Bieberbach. Ich fahre eben lieber bei Regen. Das Wetter ist eigentlich gut, wenn so nichts ist, wenn die Maschine keine Probleme hat. Und wie sind die Maschinen bis jetzt gegangen? Ja, ging gut, wir hatten keine Probleme. Maschinen waren gut. Vom Start weg sind Fahrer und Material härtesten Belastungen ausgesetzt. Kaum eine andere Motorsportart stellt so hohe Anforderungen. Gefragt sind meisterliches Können, leistungsfähige Motoren und solide Fahrwerk. Zuverlässigkeit der Simson-Geländemaschinen ist ein Begriff auf allen internationalen Enduro-Pisten. Ausgereifte Technik bis ins Detail, exzellente Fahrer und ein erfahrenes Team. Das macht Simson immer wieder zur Nummer 1. Motocross-Sonderprüfung. Der harte Kampf gegen die Uhr. Am Ende entscheiden Sekundenbruchteile. Fahrer und Maschinen entfalten jetzt ihr ganzes Temperament. Auf Siegerkurs. Die Nummer 1, Thomas Bieberbach mit seiner GS80. In schwierigem Gelände und bei extremen Witterungsbedingungen zeigen die Simson-Geländemaschinen ihre besonderen Vorzüge. Solange die Maschine geht, finde ich, kann man nicht groß von Schwierigkeiten reden. Und die Maschinen sind gut gegangen? Maschinen sind sehr gut gegangen. Wir hatten überhaupt keine Probleme. Wir konnten uns immer voll aufs Fahren konzentrieren. Und das war unser großer Vorteil. Enduro-Sport. Dynamisch, attraktiv, faszinierend. Ein Sprung besonderer Art gelang Thomas Bieberbach mit seiner Simson GS80. Sie wurden Enduro-Weltmeister 1990. Die Nummer 1 ist die Nummer 1. Simson.